So, was hast du denn zu erzählen? Seid gegrüßt, Crazy Bane. Ich war so frei, meine Vermutung über gewisse Seeleute in diesem Bereich festzuhalten. Ich glaube, Corvin hat dasselbe getan. Beruft euch auf diese Berichte, um eure Feinde zu enttarnen. Aber seid vorsichtig, ihr habt es mit handverlesenen Offizieren zu tun und nicht mit Grünschnäbeln. Gute Arbeit. So, jetzt müssen wir nochmal... Ach, wie inventarvoll. Willst du mich verarschen? Tatsächlich, inventarvoll. Ich werde irre. Was mache ich denn da? Was ist das denn? Ach, für Zauberer ist das was? Das sieht ja sehr seltsam aus. Ja, interessant. Was haben wir da? Das ist auf jeden Fall besser. Dann würde ich sagen, erstmal sortieren. Yep, und dann gucken wir mal, was wir wegschmeißen können. Obwohl, nee, wir schmeißen nichts weg. Ich gehe mal kurz zur Bank. Lege da wieder ein paar Sachen rein. Die Bank müsste ja der... der Schlüssel wäre die Bank gewesen. Da, Bankierin. Einmal zur Bank, bitte. Und dann gucken wir mal, was wir da alles reinpacken können. Auf jeden Fall die Steine, ja. Die gehen auch. Das geht, das geht. Das. Bombenmüll kann ich gleich verkaufen. Die Feuer lassen wir mal. Haben wir noch Tränke? Ja, oder haben wir noch drei von denen? Regenerationstränken ist natürlich auch ganz geil. Und das war's hier soweit. Ne, da haben wir noch einen Trank. Zack, der kann auch weg. Dann würde ich sagen, gucke ich mal hier auf der nächsten Seite. Dann tun wir hier die Rezepte rein. Und die Talismane. Oh, hier haben wir... Ne, Moment, da sind... Schriftrollen... Ach, ich bin so blöd. Warum benutze ich denn die Schriftrollen des Bankiers und sowas nicht? Sicherer Ort, die behalte ich erstmal, weil das ist ja teilweise gar nicht mal schlecht, wenn man die benutzt. Was haben wir hier? Das sind die Kisten mit dem Gepäck. Die Schatztruhen können wir... Ah, oh, Moment. Ich habe da noch was gesehen. Das Leder. Dann hier das Steinchen können wir mal wegpacken. Ansonsten ist da nichts bei. Aber hier die Dinger können wir noch wegpacken und sammeln für später. Da müssten auch die Truhen sein. Genau, da sind die Truhen. Und den Rest, der wird verkauft. Alchemie-Materialien müssten wir ja dann theoretisch auch da verkaufen können. So, die Bomben weg. Feuer brauche ich erstmal noch. Was haben wir denn hier? Die Kisten können wir nicht verkaufen. Dann packen wir die erstmal da oben hin. Das war schlechter. Ich sage jetzt nicht mehr schlechter, ich will euch auch nicht nerven. Das war gleich. Was war hier mit der Axt? Achso, das war die... Können wir die gar nicht verkaufen? Dies ist ein Meisterwerksgegenstand, ein verzauberter Gegenstand oder eine mit Kristallen versehene Gegenstand. Ein verkaufter Gegenstand kann nicht... wiederhergestellt werden soll, den wirklich fort. Ja, will ich. Ach, kann nicht an Händler verkauft werden. Na gut, dann eben nicht. Dann weg damit. Zerstören. So, die Brust. Ach, wir konnten gerade gar nichts mehr verkaufen, sehe ich gerade. So, das verkaufen. Das können wir alles nicht benutzen. Die Brust behalte ich. Das Magierteil weg und die zwei Äxte weg. Weil die Brust werde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes mal anziehen. Mal gucken, wie wir dann aussehen mit dem neuen Teil. Aber erstmal hier die Kristalle raus. Was sind das denn eigentlich? Ach, weniger Schaden, wenn wir von Schergen angegriffen werden. Gucken wir mal. Ui, schön. Schick. Eine schicke neue Rüstung, muss ich sagen. Doch, gefällt mir. Endlich sehen wir auch mal wieder anders aus. Und die wieder einbauen. Können wir nämlich die auch noch verkaufen. Sehr schön. Noch einmal sortieren. Und dann würde ich sagen, können wir zu unserem Freund zurück, der uns gerade was geben wollte, was wir nicht annehmen konnten, weil unsere Taschen so vollgefropft waren. Auch sehr schön gemacht, die Rüstung in dem Blau. Ist irgendwie eine ritterliche Farbe. Ich labere auch wieder einen Müll heute. Erstmal schön angucken den Charakter. Doch, auch mit dem Totkopf vorne drauf. Das sieht so stylisch aus.
War auf jeden Fall eine gute Idee, den Berserker zu spielen. Auch mal einen Plattenträger. Nutzt den Verstand. Ihr werdet euch wundern. Ja, das haben wir ja schon gelesen. Und dann würde ich sagen, sprechen mit Corvim in Halsabschneiderhafen. Da müssen wir mal eben gucken, wo wir den finden. Corvim ist da unten auf jeden Fall. Gucken, was der uns zu sagen hat. Ist der hier unten am Flugmeister? Da haben wir ihn. Für die Föderation. Natürlich habe ich einen Bericht für euch, Crazy Man. Hier ist die Zusammenfassung. Die meisten der Spione damals behaupten, Seeleute zu sein. Ihr findet ihre vollständigen Beschreibungen, ihre Tarnung natürlich in meinem Bericht. Oh, ich befahl Carton, euch auch einen Bericht vorzubereiten. Gute Eigeninitiative. Sprech mit Carton im Halsabschneiderhafen. Na bravo. Müssen wir den erst wieder finden. Das ist ja hier ein Hin- und Hergeschicke. Wo ist der denn? Ach, der ist ganz oben. Natürlich, von einer Seite des Ortes zur anderen Seite. Was wünscht man sich da mehr? Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn die alle direkt nebeneinander stehen würde und man mit der Quest schneller vorwärts kommt. Nein, wir müssen erst 10-mal durch die Stadt reiten. Nur gut, dass das Spiel so schön ist. Nein, ich beschwere mich ja nicht. Ich finde es eigentlich, es ist ein Standard in solchen MMORPGs, dass man halt öfters mal hin und her geschickt wird. Nicht so voll auf hier. Ich tat, was ich konnte, Crazy Man, aber es ist schwierig. Nach einer Weile sieht jeder Matrose irgendwie verdächtig aus. Letztendlich sind es alle Matrosen, nicht wahr? Lest meinen Bericht und ihr werdet sehen, was ich meine. Also viel Glück, lasst sie dicht entwischen. Das werde ich bestimmt nicht. Meldet euch bei... Ah, okay, da müssen wir uns wieder bei jemandem im Halsabschneiderhafen melden. Wieder die Hälfte der Strecke zurücklegen. Heiliges Blechle. Ich will kämpfen, ich will leveln, Mann. Obwohl, wir haben gleich Level Up. Also, wenn auf jeden Fall mit der nächsten Quest sollte es klappen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja die Hauptquest gleich so weit, dass wir da Level Up bekommen. Habt ihr in Erfahrung bringen können, wo sich Samaels Spione aufhalten? Hervorragend! Dann wird es Zeit, sie aus dem Weg zu schaffen. Begebt euch zu ihren mutmaßlichen Aufenthaltsorten und benutzt dieses Wahrheitsfläschchen bei jedem Seemann, der euch verdächtig erscheint. So tritt seine wahre Identität zutage. Der Spion, von dem der berichtet hat, der, okay. Jawohl. Dann rüsten wir uns den doch einfach mal aus, den Wahrsagerstein. Und dann würde ich mal gucken, lesen wir uns jetzt mal die Berichte durch. Müssen wir die überhaupt lesen? Warte mal, erstmal absteigen. So, was haben wir denn da? Die verdächtigen Männer am Halsabschneiderhafen haben sich als Matrosen verkleidet. Außerdem scheinen sich diese verdächtigen Matrosen sehr dafür zu interessieren, wer den Halsabschneiderhafen betritt und verlässt. Vielleicht suchen sie nach jemanden. Ah, okay. Betritt und verlässt, das könnte theoretisch, wenn ich das richtig sehe... Ich würde es mal schätzen, irgendwie wo am Flugpunkt. Dass hier vielleicht einer von den Matrosen ist. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Wehrfreiwilliger. Gucken wir mal, ob der das vielleicht ist, weil der beobachtet ja hier auch alles. Das haben wir auf 6 gelegt. Okay, der ist es nicht. Dann ist das vielleicht der da hinten. Weil der steht hier ja auch noch relativ dicht am Landeplatz, wo er alles mitkriegt, wer geht und wer nicht. Jo, da ist er. Friss das, du alter Verräter. Oh mein Gott, seit wann können die denn durch einen durchlaufen? Das war ja früher nicht. So, weg mit dir. Da haben wir schon mal Nummer 1 erwischt. Dann gucken wir mal, wo wir den zweiten finden können. Was haben wir da? In der Nähe des Halsabschneiderhafens werden verdächtige Matrosen gesichtet. Sie scheinen sich nach ihren Ausflügen im Dorf zu versammeln.
Okay. Ist das jetzt hier oben hoch? Was? Wir müssen auf jeden Fall gucken, wo irgendwo mehrere rumrennen. Was haben wir hier? Das ist ein Teleportationsstein. Das sind Händler. Hier. Justica, Justica. Forscher. Hm. Spezialwahlen, Gildenbelohnung. Beraterin. Da scheint irgendwas zu sein. Ja, hier könnte es sieht aus, als ob sich da jemand versammelt. Mal gucken, ob wir da irgendwie was reißen können. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ob er das ist? Nein, er ist es auch nicht. Hm. Was hat der denn da? Das ist ja ein geiles Viech. Das ist aber irgendwie ein Sonderling. Weil in Rot habe ich den bisher noch nicht gesehen. Was haben wir hier? Na, der wird es wohl auch nicht sein. Hm. Sie versammeln sich im Dorf, um da irgendwas zu feiern. Wo könnte der Typ denn stehen? Oder welcher könnte das denn sein? Der nicht. Die auch nicht. Die hat eine wiederholbare. Hm. Meister der Teleportation. Gucken wir hier nochmal die beiden. Die sind es auch nicht. Aber hier oben den schon. Natürlich. Warum sollte ich auch den richtigen finden? Hm. Jetzt haben wir nur noch hier die Möglichkeit, was zu machen. Weil sonst wüsste ich nicht, wo die sich sonst versammeln. Okay, dann lese ich erstmal den dritten Tipp. Anscheinend haben sich viele der Spione als Matrosen verkleidet, um unbemerkt im Dorf ein- und ausgehen zu können. Diese verdächtigen Matrosen dürfen sich in der Nähe des Piers... drücken sich in der Nähe des Piers herum. Okay, dann gehen wir mal zum Pier. Machen die da hinten ein Duell. Da ist ein Pirat. Das ist auf jeden Fall auch so ein Freiwilliger. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier einer sein könnte. Ey, lass meine Fresse, diese einzelnen Stufen, das hat da nicht funktioniert, ne? Das ist der Wahnsinn. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was haben wir hier mit 6 Etan? Geht natürlich wieder nicht. Hier 6. Ich hab da was für dich. Sehr schön. Hat das schon mal geklappt. Da bin ich ja beruhigt. So, ich muss einmal in den 5 reinknallen. Hallo? Sehr schön. Damit ist der zweite auch hinüber. Jetzt müssen wir nur den dritten finden. Und da muss ich auch nochmal die Info lesen, weil irgendwie... Das war der... In der Nähe des Halsabschneiderhafens wurden verdächtige Matrosen gesichtet. Sie scheinen sich nach ihren Ausflügen ins Dorf zu versammeln. Aha. Ist das da vielleicht da oben, wo wir gerade den einen angequatscht haben, der uns die Notiz gegeben hat? Es muss ja irgendwie einer sein, der aus der Masse hervorsticht. Hm. Gucken wir mal da oben auf der Seite, wo ich gerade mal war. Wo ich sagte, dass wir komplett durch die Stadt müssen. Ja, das scheint ja irgendwie auch der Dorfeingang zu sein. Das sind Wachen. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier. Da scheint er auch nirgends zu sein.